in die Kurve hineinbremsen, um Gewicht aufs Vorderrad zu bringen, um maximal Load aufs Vorderrad zu bringen, mehr Grip am Vorderrad, Bremsen bis zum Scheitelpunkt, Trailbraking, whatever. Viele Begriffe, und auch ich habe in der Vergangenheit viele Videos gemacht, wo es genau darum ging und habe das quasi beworben oder empfohlen, das zu machen. Jetzt kommen aber immer wieder auch die Fragen, hey, ich kann in diese Kurve nicht hineinbremsen, weil ich habe irgendwie keinen Grund. Soll ich da jetzt bremsen, obwohl ich nicht bremsen muss, oder was mache ich da jetzt? Und tatsächlich, das ist auch eine berechtigte Frage, weil wir haben Kurven, auch auf der Rennstrecke, da macht es einfach nicht Sinn, hineinzubremsen. Speziell, wenn die Kurve im gegebenen Radius schneller geht, als wie die maximale Geschwindigkeit, mit der ich dort überhaupt ankomme. Also wenn ich quasi mit einem Speed an einer Kurve ankomme, der immer noch langsamer ist, als die Kurve theoretisch ginge, dann macht es ja eigentlich keinen Sinn, wieder langsamer zu werden, weil ich will ja schneller fahren. Und ja, das ist durchaus berechtigt, und ich möchte dir ein paar Sachen hier zeigen, die dir die Sicherheit geben sollen, wann du dieses Gesetz des Hineinbremsens, Gewicht aufs Vorderrad zu generieren, umgehen bzw. brechen kannst. Gesetze sind ja letztendlich da, um sie einzuhalten, aber manchmal kann man sie auch brechen. Und das ist hier der Fall. Grundsätzlich muss man bedenken, dass ein Gewicht auf Vorderrad, also der Reifen allgemein, braucht eine gewisse Last, eine gewisse Umfangskraft von oben, um quasi irgendwo einen maximal möglichen Grip zu generieren. Jeder Reifen hat Unterschiede, jeder Reifen braucht andere maximale Umfangskräfte, um sein maximal Gripfenster zu erreichen, aber irgendwo wird es sein. Ne? Also je nach Reifenhersteller, je nach Reifentyp, Slick, Semi-Slick, Straßenreifen, Mischung, viele Faktoren. Aber jeder Reifen hat faktisch irgendwo sein maximales Gripfenster. Und das geht unter anderem durch eine gewisse Umfangskraft, also eine Last von oben. Und diese Last von oben kann ich erzeugen, indem ich bremse. Das wissen wir. Das ist einfach. Aber diese Last kann ich auch durch andere Faktoren erzeugen, und zwar durch Schräglage. Wenn ich mit dem Motorrad in die Kurve hineinfahre, brauche ich Schräglage. Da entstehen Fliehkräfte, die nach außen gehen, und diese Kräfte wiederum sorgen dafür, dass mein Motorrad komprimiert wird. Das heißt, das Motorrad federt tendenziell in Kurven ein. Das drückt zusammen. Und abhängig von der jeweiligen Gewichtsverteilung des Motorrads, also ist es vorne schwerer oder ist es hinten schwerer oder ist es gut ausbalanciert, habe ich einen Einfluss auf das, wie komprimiert das Motorrad im Aufbau der Schräglage. Komprimiert es mehr hinten, komprimiert es mehr vorne, komprimiert es gleichmäßig. Und alleine durch diese Kompression kann ich quasi Gewicht auf den Reifen bringen, um Grip zu generieren. Jetzt gibt es verschiedene Faktoren. Jetzt sagen wir mal, wir haben ein Motorrad, das tendenziell in seiner Balance eher nach hinten geneigt ist und das Vorderrad nicht so viel Last abbekommt dadurch, weil ich das Motorrad so hinstelle, damit ich spät und stark bremsen kann und viel Reserve nach vorne habe. Dann habe ich allerdings Probleme, dass wenn ich mit diesem Motorrad nicht bremse, keine Last auf die Vorderachse kriege, keine Last auf den Vorderreifen und somit mich tendenziell sehr schwer tue, quasi den Kurvenradius zu fahren, zu halten, wenn ich keinen Grund habe, in die Kurve hineinzubremsen. Habe ich hingegen ein sehr ausbalanciertes Motorrad, kann man feststellen, dass allein durch das Einleiten der Kurve das Motorrad so gleichmäßig komprimiert wird, dass das Motorrad weder extrem untersteuernd, also sprich über die Vorderachse rutschen wird, noch extrem übersteuernd, sprich über die Hinterachse rutschen wird, sondern tendenziell sehr ausgeglichen wird. Das heißt, alleine durch das in die Kurve hineinfahren entsteht unter besten Voraussetzungen in Form von Gewichtsverteilung und Balance des Motorrads eine sehr gute Auflagefläche des Reifens. Nichtsdestotrotz muss ich das natürlich fahrerisch ein bisschen im Griff haben, weil das Ganze geht ja los von in die Kurve hineinbremsen, mit geschlossenem Gas in die Kurve reinrollen oder sogar in die Kurve hinein beschleunigen. Auch das geht unter gewissen Voraussetzungen. Also der erste Fall, in die Kurve hineinbremsen, sogenanntes Trailbraking, ist klar. Eine gewisse Bremslast, eine gewisse Bremskraft am Vorderreifen verträgt fast jedes aktuelle Vorderrad mittlerweile sehr gut, speziell wenn du keine irrsinnig starken Druckspitzen in Form von Nachbremsen oder Bremse loslassen hast. Dann kann das Vorderrad sehr gut.
Das Hineinrollen ist vielleicht eines der besten Möglichkeiten, um den Reifen keine Druckspitzen zu erzeugen, weil dann die Last langsam über die Schräglage aufgebaut wird. Das ist vielleicht noch die einfachste Möglichkeit. Genau aus dem Grund wurde ja früher oft kommuniziert, Brems- und Schaltvorgänge vorm Einlenken in die Kurven abgeschlossen haben, damit quasi das Motorrad keine unnötigen Druckspitzen bekommt. Ja, und jetzt kommt aber noch der weitere Faktor, und das ist der, wenn ich quasi in die Kurve hinein beschleunige. Das ist oft der Fall, wenn die Kurve schneller geht als der Topspeed der Geraden zuvor. Und das hast du manchmal, auf Rennstrecken speziell. Und das geht bis zu einem gewissen Schräglagenmoment. Das heißt, man kann quasi sogar unter Vollgas in eine Kurve hineinlenken. Das heißt, die Schräglage wird aufgebaut, währenddessen man noch am Vollgas ist. Und dann muss man aber ab einer gewissen Schräglage, wenn die Kräfte dann zu hoch werden, das Vorderrad quasi von dieser Entlastung wegbringen. Und diese Entlastung, die entsteht ja durch das Beschleunigen in der Regel, dass das Vorderrad entlastet wird. Und jetzt muss ich schauen, dass ich quasi durch das Gas schließen vom Vollgas, schon aufgebaute Schräglage, das Gas langsam schließe, um quasi jetzt genügend Last auf das Vorderrad zu projizieren. Und das ist ein sehr filigraner Moment, das sehr viel Übung und auch sehr viel Erfahrung benötigt und auch dementsprechende Geschwindigkeit. Die meisten mittleren Hobbyfahrer machen das nicht, haben auch keinen Grund dazu und ich würde es auch nicht empfehlen. Aber das funktioniert. Was im Endeffekt das Resultat dieses Videos sein soll, ist, dass du, ja, na klar, wenn du keinen Grund hast, in die Kurve hineinzubremsen, dann versuche ich mir zum einen erstmal einen Grund zu machen. Der Grund könnte sein, ich könnte versuchen, aus der vorherigen Kurve besser hinauszukommen, um mehr Topspeed zu generieren und dann auch einen Grund zu haben, das Gas zu schließen und minimal Bremsdruck zu haben, um die Kurve einzuleiten. Oder aber, wenn ich das wirklich partout nicht hinbekomme, dann zumindest gerollt. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich einlenke, kurz davor das Gas geschlossen, das Gas schließen, einlenken und kurz vorm Scheitel oder noch vorm Scheitel langsam das Stützgas wieder öffne. Sobald die Kompression, also sprich der Druck aufs Vorderrad durch die Schräglage aufgebaut ist, kann ich auch durch das Öffnen des Stützgases das Vorderrad bei mir behalten und keinen Vorderradrutscher haben. Vorausgesetzt, die Balance des Motorrads ist gut balanciert, wie vorher gerade in den ersten Beispielen beschrieben. Also wenn ich eine gute Balance habe, dann rutscht mir das Vorderrad nicht weg. Im besten Fall habe ich durch den Aufbau der Schräglage so viel Kompression, die ich dann durch das Öffnen des Stützgases vorne wieder etwas entlaste und somit eine schöne Überschneidung habe, damit ich, und das ist das Allerwichtigste, keine unnötigen Druckspitzen am Reifen habe. Also Druckspitzen im Sinne von ruckartiges Gas öffnen oder Mopeds, die vielleicht schlecht abgestimmt sind und das Stützgas schwer zu finden ist. Höre ich immer wieder auf der Rennstrecke, wenn Mopeds schlecht abgestimmt sind, die bremsen in die Kurve rein, fahren in die Kurve rein, wie auch immer, und möchten das Stützgas öffnen und man hört so ein richtig lautes Bah. Das heißt, die Drosselklappe öffnet sehr aggressiv, dementsprechend schnell kommt das Hinterrad in Bewegung, der Schlupf hinten wird schnell aufgebaut, das Vorderrad wird stark entlastet auf einen Moment. Und das ist natürlich druckspitzentechnisch am Vorderrad nicht so optimal. Da können dann Vorderradrutsche entstehen, die natürlich unnötig sind. Die gilt es natürlich zu vermeiden. Also ich muss versuchen, dass ich grundsätzlich Lastwechsel in Form von Bremse loslassen, Bremsen oder aber auch Öffnen des Stützgases oder Schließen des Gases immer so smooth als möglich auf das Vorderrad projiziere, damit ich halt keine Druckspitzen generiere. Und dann verliere ich auch in der Regel kein Vorderrad und kann auch in vielen verschiedenen Fahrsituationen Schräglage aufbauen und die Kurve einleiten. War vielleicht ein bisschen fachchinesisch, aber ich glaube, für der ein oder andere hat es vielleicht verstanden. Würde mich freuen, wenn er es in die Kommentare schreibt, ob es angekommen ist, ob es was gebracht hat, ob ihr das schon mal probiert habt. Und ja, wer schon in die Kurve hinein beschleunigt, der kann es auch gerne reinschreiben, weil der ist dann in der Regel schon relativ zügig. Also, würde mich freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen nach oben markiert, den Kanal abonniert und wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin,